Die 1,5 Stunden Aufnahme musste ich für euch ein wenig kürzen, weshalb man leider nicht immer meinen Weg sieht. Bitte verzeiht mir, aber ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wo ich hin musste, habe ich einfach alle Wachen getötet und bin lange umhergeirrt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich habe die Aufträge bekommen, dass ich zu verschiedenen Bruderschaftshäusern gelangen soll. Und das wird natürlich eine Herausforderung. Nicht, dass... Achso, Moment, ich muss ja eh nach unten. Nicht, dass dahin gelangen an sich, sondern dass dahin gelangen, obwohl ich das größte Aufsehen habe, wie halt jedes Mal, wenn ich mich hier in diesem Spiel bewege. Ich weiß nicht, warum man das so extremst schlecht gemacht hat. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr nervig ist. Ich weiß auch nicht, warum da unten... Ach nee, ist doch nicht rot. Und dass man hier jedes Mal... Ja, okay, da haben wir zumindest ein paar Sachen bekommen. Dass man hier jedes Mal den höchsten Bekanntheitsgrad im Endeffekt oder Aufsehensgrad, wie auch immer, erhält in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, wo die... Poster hängen, ich kann sie nicht abmachen. Ich habe einmal zufällig welche gefunden und danach dann quasi gar nicht mehr. Ich schau mal eben, wie weit das Ganze ungefähr entfernt ist. Ich meine 600 Meter, klar. Ich denke mal, dass das relativ hier hinter der Mauer sein wird. Oh, oh, oh. Nee, es ist wieder nur so ein Typ. Also die Dinger habe ich halt nicht, deswegen kann ich da auch nichts mehr machen. Ah, da hinten. So. Nimm es doch einfach an. Wieso darf ich das nicht? Naja, es ist ungefähr markiert. Es ist in der Nähe markiert. Warum ich das jetzt markiert habe, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber so sehe ich auf jeden Fall auch ein bisschen die Richtung. Wenn ich jetzt hier am Wasser vorbeigehe, sollten mich doch rein theoretisch weniger Wachen sehen, oder? Es wäre schön, wenn du jetzt einfach mal den Blick machen würdest. Ja, er möchte es nicht so wirklich machen. Ich bin dann halt im Arsch, wenn mich irgendjemand sieht. Und ich nicht weiß, dass mich jemand sieht. Okay. Da gehen wir auch mal so ein bisschen aus dem Blickfeld raus. Ja, geh bloß nicht weiter. Kein Schimmer, dann tauchen wir halt eine Weile. Irgendwie müssen wir ja jetzt da hinkommen und es gibt halt keine einfache Art und Weise, dahin zu kommen, also einfach hinreiten, weil das ist der eine Typ, der bringt mir allerdings auch nichts, wie gesagt. Oh, Moment, da hinten ist was. Kannst du einfach mal stehen bleiben, Junge? Hallo. Da sind Wachen. Da, das würde ich gerne mal eben kontrolliert haben. Nee, das ist wieder nur so ein Typ, ne? Ah ja, ich dachte es mir schon. Ja, wie gesagt, dafür habe ich halt keine... keine Münzen. Gut, das Sperrgebiet hier, oder was? Nee, ich komme wieder raus aus dem Sperrgebiet. Jetzt gehe ich wieder rein ins Sperrgebiet. Oh, oh Gott. Und wieder raus? Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Okay, wir können leider nicht alles auf dem Wasserweg machen. Wie gesagt, das ist für mich persönlich das Nervigste in diesem Spiel, weil jetzt sind sie gleich wieder alle am Jammern. Du bist doch der, der gesucht wird, bla bla bla. Und ich kann halt nichts dagegen machen. Oh, da hinten ist jetzt nicht wirklich einer, oder? Da sind auch nochmal Wachen. Oh ja, spring bloß nicht bis zum Ende hoch. Der läuft da hinten rum. Ich geh mal hier hoch. Das Problem ist, ich denke mal, dass da wahrscheinlich Wachen sind. Hier ist auch wieder ein Sperrbezirk, oder wie? Oh, warum sind hier überall Sperrbezirke? Was soll das?
Schon wieder Sperrgebiet. Ey, ihr könnt mich doch mal kreuzweise hier. Vor allen Dingen, warum? Was wollen die hier, ne? Nein. Oh, komm, geh mir doch nicht auf den Sack hier. So. Okay. Du sollst da rüberspringen. So. Jetzt haben wir immer noch 300 Meter. Ja, halt die Klappe. Du gehst mir so auf die Eier, ganz ehrlich. Jetzt ist hier auch noch Sperrgebiet. Ja, stell dir mal vor, alte Schrabbracke. Ich wage es, hier drüber zu laufen und zu meinem Ziel zu gelangen, hoffe ich zumindest, dass ich zum Ziel gelange. Ah, mir geht das... Also, ich meine, das Spiel an sich, ich finde es super, dass das jetzt wieder wie früher halt eben ist, ne? Dass das wieder mehr so Richtung Assassin's Creed geht, wie es halt eben sein sollte. Doch, das kriegen wir hin. Ich finde es aber wahnsinnig, wahnsinnig nervig, dass sie das mit diesem Aufsehen da gemacht haben. Also das hätten sie sich echt sparen können. Wenn sie das schon machen, dann hätten sie es wenigstens vernünftig machen sollen. Ach, der hat ein Horn, das soll das bedeuten. Dann hätten sie es wenigstens vernünftig machen sollen, sodass man nach einer gewissen Zeit dann eben das Ganze wieder weg hat. Also sprich, sich ausloggt und am nächsten Tag wiederkommt und alles ist gut. Was hat der denn hier? Was soll denn das sein? Das kenne ich jetzt gar nicht. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Ja, finde ich aber auch. Das Problem ist nur... Wie komme ich da am besten hin? Ohne, dass der andere Typ mich sieht. Wo ist denn der? Ja, spring kein Millimeter. Oh mein Gott. Was? Dienstleistung von Händler? Was interessiert mich jetzt Händler? Oh, oh, oh. Ah, der sieht mich, wenn ich dem jetzt da hinterherlaufe, oder? Eine Selten. Eine Scherbe. Nein, Mann! Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was kann das sein? Sehr schön. Rätselhafte Scherben, 1 von 2. Warum steht die blöde Kuh jetzt hier? Oh, was macht der denn jetzt da? Ganz ehrlich, die ganze Zeit ist hier keiner. Jetzt geh doch einfach da hoch, ey. Ach, halt's Maul. So, Moment, ich muss da in die Richtung. Kann ich da auf den Baum drauf springen? Ja, das ist gut. Was haben die denn für Probleme? 155 Meter in die Richtung. Hi. Hey, das ist der Gesetzlose. Ja, du mich auch. Ich habe jetzt aber gerade... Da ist was zum Kaputtmachen. Moment. Nee, da ist was zum Kaputtmachen nicht. Alter, ach ja, die kriegt man ja nicht angezeigt, ne? Ach, das ist so nervig. Moment, wie komme ich denn da hin? 10 Meter unter mir quasi. Da. Wupp, einmal ins Wasser rein. Und
bevor der Typ jetzt hier vorbeikommt. Was einmal heutzutage entfernen. Alles als Kunst durchgeht. Das ist ein Verbrecher. Nein, keine Waffen. Och, was macht der denn jetzt? Mann, schwimm einfach. Was haben die für Probleme? Okay, aber zumindest haben wir schon mal ein Poster gefunden. Es ist halt für mich wirklich unheimlich schwer, diese blöden Poster zu finden. Hier ist noch eins. Auf der anderen Seite anscheinend. Da können wir mal gucken, ob wir da eventuell... Oh, geh einfach da hoch und spring hier nicht so dumm rum. So, komm hoch. Ich hatte doch gerade noch. Jetzt ist es 45 Meter in die Richtung. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ach, da hinten. Gerade habe ich es noch gesehen. Das ist auf der anderen Seite. Okay. Lalalalalala. Ich hoffe, da ist jetzt keiner in der Nähe. Hallo, Katze. Nein, ihr erkennt mich nicht. Die Wachen werden gut aufpassen. Das ist mir doch egal. Ich hüpfe hier trotzdem entlang. So, jetzt habe ich mein Ziel allerdings verloren. Wo ist mein Ziel? Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Wo ist das hin? Hallo, Ziel? Moment, da ist ein Bruderschaftshaus. Das ist aber doch nicht das, wo ich jetzt bin. Nee. Vor der Schneiderei. Doch, da muss ich hin. Okay. Gut, sehr schön. Wo ist das Ding denn hier? So. Ja, genau. Spring bloß nicht auf das Teil drauf. Kein Thema. Machen wir es einfach anders. Ich muss eh in diese Richtung. Zumindest ist mein Ansehen jetzt etwas niedriger. Das heißt, die werden wohl auch die Bogenschützen, denke ich mir mal, von den Dächern jetzt entfernt haben, unter anderem. Oh, aber ich sollte trotzdem nicht mein Glück herausfordern. So, da sind zwei Wachen. Da kann ich anscheinend nicht rein. Okay. Ja, komm. Hoch, hoch, hoch. Kann ich denn von oben irgendwie hier rein? Haben die hier auch so ein Ding in der Mitte? Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch so. Wieder runter. Los. Nein, nein, nein. Da runter. Wenn ich B drücke, will ich runterspringen und nicht klettern. Dankeschön. Ha. Ah, unser neues Heim in El Abbasia wird von einem aufgeweckten Rafik vortrefflich bewacht. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Ah, wessen denn? Der Sayyida Arib. Die Worte der Hofdichterin zwitschern wie die Vögel in Janna. Oh, ja. Ich habe ihre Werke gelesen. Als wir klein waren, schlichen meine Freunde Nihal und ich uns oft ins Haus der Weisheit. Stundenlang lasen wir von Göttern und Djinn. Ich habe diesen Ort stets gemocht. Das Haus der Weisheit ist nicht mehr das, was es einst war. Hm. Ist unser Freund Ahmad ibn Musa nicht dort? Er wollte doch zurück, um dort zu arbeiten. Ja, ich schickte nach ihm und bat ihn um Hilfe mit diesem Bruderschaftshaus. Es kam nie eine Antwort. Meine Spitzel trafen ihn nicht an. Eine Woche ist vergangen und er ist immer noch unauffindbar. Also wird einer der berühmten Banu Musa im Haus der Weisheit vermisst. Ja. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Das werde ich. Oh mein Gott. Ich denke, damit werden dann wohl die, wird dann wohl diese Folge doch ein bisschen länger dauern. Haben wir auch noch einen Fertigkeitspunkt bekommen? Darauf geiere ich ja so ein bisschen. Ja, leider nur einen, keine zwei. Na gut, das dachte ich mir schon.
Okay, dann schauen wir doch mal eben nach. Nachforschung, das wird er wahrscheinlich automatisch jetzt angenommen haben hiervon, ne? Wenn ich denn... Ja, okay. Na. Durchsuche seine Werkstatt im Haus der Weisheit. Okay. Na gut. Er hat... Hat er jetzt gerade gespeichert oder hat er geladen? Ich bin mir nicht sicher, deswegen... Schnell speichere ich mal eben zwischendurch, bevor hier noch irgendwas passiert. Weil, ne, ich habe ja Kopfgeld, da ist das ja schnell, dass mal irgendwas passiert. So, wie weit ist das entfernt? 280 Meter in die Richtung. Mal gucken, wir müssen hier so ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht erkannt werden. Ja, es ist halt blöd, wenn man nicht einfach zum Zielort hingehen kann, ohne dass halt hinter jeder Ecke Wachen stehen können, die einen direkt wieder einsammeln oder verscheuchen. Hasenpfote, okay. In die Richtung. Gehen wir erstmal hier rüber. So, laufen wir schön. Ich weiß nicht, warum man das mit diesem Konzentrationsmodus nicht machen kann. Da hinten kommen wir darum. Oh, 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 oh. Hier war doch gerade. Da. Müssten aber wahrscheinlich auch Wachen in der Nähe sein. 33 Meter da unten. Keine Wache, keine Wache. Dann würde ich gerne hier runtergehen. Ich denke ja immer, dass da in direkter Nähe eher Wachen sind. Da ist eine Wache. Drum, drum, drum. Nein. Wir suchen also nach mir. Jetzt nicht mehr. Okay. So, hier ist aber Sperrbezirk. Oh, wollt ihr mich denn? Zeige mir alles. Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. Aufgrund eines Schützen im Gebiet? Okay. Das hatte ich auch noch nie. Wir müssen also einmal über die Brücke und dann Richtung Palast da hinten. Laufen wir da doch mal eben schnell hin. Hoffentlich. So, hier haben wir ein bisschen Platz. Hier können wir auch direkt unser Reittier mal eben kurz holen. Vorausgesetzt, dass hier jetzt nicht auch noch Sperrgebiet ist. So. Dann. Entschuldigung, ich brauche ein bisschen Platz. Dankeschön. Das ist der Palast. Da muss ich auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich da hinkomme. Haus der Weisheit. Darf man da rein oder darf man da nicht rein? Hier stehen so Wachen. Hey, das ist nah genug. Da hat mich ein Pfeil erwischt. Aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Hallöchen. Nur etwas weiter links oder rechts. Spazier mal einfach durch die Tür. Er meinte, das ist nah genug, aber ich meine, hier ist ja kein Sperrgebiet, ne? Leute, beruhigt euch! Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Was? Zorn kommt über uns! Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben Sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen.
Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. Ja, es wäre schön, überhaupt zu wissen, wo die sind. Was siehst du, Sadiki? Dein Adler sieht gerade gar nichts. Das ist immer schlecht. Das ist der Eingang hier. Ach so, das war das eben meine Markierung? Nee, meine Markierung war da hinten, ich wollte gerade sagen. Zeigt mir allerdings auch nichts wirklich an. Das ist schlecht. Soll ich mich dann an den Sternen orientieren? Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Achso, im zweiten Stock. Okay. Gut, dass das jetzt kommt. Aber immerhin, es kommt. Was geht hier derzeit nur vor? Kann auch hier normal hochgehen, oder? Immerhin etwas. Ich bin echt über jede einzelne Folge bin ich froh, wo man sich tatsächlich mal umsehen kann, ohne dass man Kopfgeld hat. Also das ist sowas von extremst nervig gemacht mit diesem Kopfgeld. Da komme ich nicht rein. Das Spiel an sich, bin ich ganz ehrlich, finde ich bisher sehr gut. Aber wie gesagt, die Sache mit dem Kopfgeld, das ist ja sehr ätzend. Da unten ist noch ein Punkt. Moment. Komm. Lass dich nur mal runter, den Punkt habe ich nämlich nicht gesehen. So, ein Kodex. Aber hier im zweiten Stock komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Haben wir noch irgendwo anders eine Möglichkeit, in den zweiten Stock zu kommen? Die können wir noch öffnen. Jedenfalls sind hier noch genügend Bücher. Oh. Man kann das bewegen. Aha. Nein, nein, du sollst das loslassen. Lass es los. Ich war es nicht. So. Damit die anderen das jetzt nicht nochmal plündern können, obwohl es leer ist, machen wir das jetzt wieder zu. So. Ne, Gameplayerin-Logik, ist doch klar. So. Oh, über mir stehen Wachen. Ah, okay, dann ist da wahrscheinlich Sperrbezirk, ne? Aber wie komme ich da hin? Einfach hochklettern? Hier stehen ganz oben drauf. Nicht im zweiten Stock. Moment, Moment. Gerade noch so schön gesagt, ich finde es toll, dass wir kein Kopfgeld haben. Und jetzt müssen wir wieder in so eine Situation rein. Das ist doch kacke. Achso, da kann ich nicht hoch. Schon wieder nicht. Mann, kann man hier hoch? Auch nicht. Oh, hier durch die Tür möchte ich jetzt nicht unbedingt durchgehen. Aber die scheinen hier oben irgendwie auch nur was zu bewachen. Okay, okay. Hier ist Sperrgebiet. Hier ist Sperrgebiet. Ach, wie ich es hasse, wie ich es hasse. Ja, geh da hoch. Genau. Hey. So ist brav. So ist brav. Guter Mann. Komm einmal hier runter. Gut, was? Sehr schön. Da hinten haben sie eine Kiste. 49 Meter. Hat das irgendwas mit unserem Ziel zu tun? Oh, wo kam das denn her? Oh, oh, der andere soll es aber nicht gehört haben. Okay. Wo ist der andere Typ jetzt? Das ist der da hinten rumläuft wahrscheinlich. Warten wir noch mal einen kleinen Moment. Ob der jetzt wieder nach hier kommt, das wäre natürlich ideal.
Die anderen sind unten, denke ich mal. Bis auf die zwei da hinten. Jetzt sehe ich den einen noch nicht mal mehr. Okay, der steht auf jeden Fall da oben. Der kommt doch bestimmt nochmal nach hier. Genau, komm mal schön her hier. Komm mal schön her. Komm her. Komm her. Was denn jetzt? Ja, komm her. Komm her. Hier hin. Schön zur Mama in den Busch. Na los. Warte! Ja. Nix, warte, haben wir keine Zeit für. So. Einsammeln können wir auch noch was. Sehr schön. Okay, Knochenpfeife. Ich habe nur, wie gesagt, absolut keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Das ist halt mein Problem. Die haben da unten eine Kiste. Er hat ja eigentlich gesagt, in den zweiten Stock, aber... So, wie war das nochmal? R drücken. Und dann anvisieren. Ja, nimm den anderen. Ja, komm, komm. Anvisieren. Und zack. Ja, es ist nicht schön, wenn ihr hier so im Weg rumliegt. Deswegen kommt der jetzt mal erst in den Busch. Damit die da nicht direkt Alarm schlagen, ne? Können sie sich ein bisschen ausruhen hier. So, mal schauen. Ich glaube, ganz oben haben wir jetzt niemanden mehr, oder? Theoretischerweise müsste ich jetzt nach unten kommen, nehme ich mal an. Ich habe einen Schlüssel zur Bibliothek geklaut. Oh, cool. Keine Ahnung. Oh, wo kommt der hin? Der geht aber nicht nach oben. Zumindest aktuell nicht. Was? Hey, was? Das dauert nicht lang. Nimm den bloß nicht hinterrücks, ey. Ganz ehrlich. Augenblick. Mach das mal. Ich werde dich zertreten. Ja, ja. Wenn du das jetzt wieder nicht hinkriegst, ne? Hey! Was? Ja! So. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit den Dicken da hinten, ne? Also jetzt nicht abfällig wirken oder so. Da hinten, der kommt nicht rüber, ne? Sondern einfach nur, damit man die halt unterscheiden kann. Ist er jetzt abgehauen? Hm? Ne, der steht noch da. Da hinten laufen vier Stück oder so rum. Warte erstmal eben, bis der eine hier einigermaßen in Reichweite ist. Weil, wie gesagt, ich habe auch absolut keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Sonst könnte ich mir da ja zumindest einen Weg hinmachen. Hey, was war das? Moment! Ja, natürlich kriegt er das wieder nicht hin. Ich drücke auf RB. Ich drück auf RB und er ist wieder zu blöd, diesen Angriff zu machen. Es ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Ach ja, und er kriegt es natürlich auch nicht hin, hier mal zu klettern. Ach, doch einfach, ey. Warum sollte es auch mal so funktionieren, wie dieses Spiel programmiert ist, ne? Ich meine...
Ich meine, wenn ich jetzt da runtergehe, dann sind die wahrscheinlich wieder in heller Aufregung, ne? Es ist halt Sperrgebiet, ne? Darf ich mich halt eigentlich gar nicht zeigen. Wenn ich jetzt da unten reinpresche, dann heißt es wieder, der hat jemanden ermordet, bla bla bla. Was haben wir denn hier? Die Rückkehr von Al-Jabre. Lieber Kollege, ich vertraue dir mein Werk an, das einst mir anvertraut wurde. Al-Schwarzismis, keine Ahnung, Al-Zabr. Sein Autor in der Sorge, dass das Haus der Weisheit der Unwissenheit anheimfallen und damit sein Werk gefährden könnte, wollte seine Ideen in Konstantinopolis verbreiten. Da ich mich seinem Ende näherte, scheint es mir angemessen, sein großes Werk nach Bagdad heimkehrt. Nur eine Kanalüberquerung vom Haus der Weisheit entfernt. Leo der Weise. Okay, das ist aber trotzdem nicht das, was wir brauchen. Schade. Na komm, komm. Ich kann nicht warten, ich habe keine Zeit. Das dauert hier alles schon viel zu lange. Achtung, wir haben Gesellschaft. Nein, haben wir nicht. Wer es wagt, soll ruhig kommen. Na komm. Ich gehe lieber zu. Du machst gar nichts mehr. So. Komm. Sehr schön, vielen Dank. Da oben haben wir auch noch was, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Obwohl, hier sind keine Wachen momentan. Ach, hier ist doch offen. Oh, ich bin so dämlich. Ich bin so selten dämlich. So. Ist hier irgendwo was? Nein. Feder. Komme ich aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin will, oder? Oder doch? Da oben ist es kaputt. Die Frage ist, kann ich das irgendwie... Kann ich das aufmachen? Anscheinend nicht. Hm. Sag mir nicht, ich komme jetzt nur von der anderen Seite da rein. Ich habe ja keine Pfeile, ne? Obwohl, Moment, ich habe Wurfmesser. Oh mein Gott. Die ich nicht da durchwerfen kann. Ja, super. Warum eigentlich nicht? Ja, wollt ihr mich hier verarschen? Die sind ja wohl breit genug, dass man die da durchmachen kann. Da oben komme ich auch nicht ran, ne? Nein, du sollst... Naja, fast. Du sollst auf die andere Seite gehen, du Trottel. Ja. Ach nee, da geht's aber dann nicht weiter. Na, komm ich aber nicht hin. Komisch. Hm. Ja. Ich weiß ja halt immer noch nicht, wo ich hin muss. Nachricht zum vermissten Schlüssel. Das Haus der Weisheit ersucht diejenige Person, die den Schlüssel zur astronomischen Bibliothek im zweiten Stock ausgeliehen hat, diesen baldmöglichst bei einem der diensthabenden Bibliothekare abzugeben. Der große Astronom bittet alle Schüler in Zukunft, keine Schlüssel mehr ohne seine Erlaubnis auszuleihen. Bringt mir jetzt persönlich überhaupt nichts, weil wir wussten das ja schon. Das ist abgeschlossen. Ich denke mal, das hier ist auch zu, ne? Unten war jetzt kein Sperrgebiet oder was? Hier ist auch nochmal ein... Kein unerlaubter Zutritt. Ja, ist klar. Ja, das Problem ist halt nur, ich komme nicht da oben rein. Ich kann mich auch nicht so wirklich da umgucken momentan.
Hey, was war ja, das? Komm. Komm. Mein Kleiner, komm zu mir. Ich will nicht, dass der andere Typ jetzt dahin kommt. Komm her, komm her. Augenblick! Wie dämlich muss man sein? Aufpassen, Basim. Ist das dein fucking Ernst? Wo kam das denn her? Was ist denn? Jedes Mal, wenn ich die eliminiere, es ist zum Kotzen. Jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, funktioniert das nicht. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Warum ist ein Spiel so dämlich gemacht, dass man... Ja, heil dich doch einfach, wenn ich auf die linke Maustaste drücke. Kein Thema. Dass, wenn man da drauf drückt, jemanden zu eliminieren und es sogar drin steht, dass es da nicht funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, die nachfolgenden Episoden können sich dann nur noch um ein paar Jahrhunderte verschieben. Hä? Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich absolut nicht verstehe. Man kriegt dieses Scheißkopfgeld, Entschuldigung, nicht weg, ohne dass man irgendwas abreißt. Und jetzt auf einmal ist es weg. Das verstehe ich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich würde gerne wissen, das ist nicht hier der eine, oder? Der steht hier um die Ecke. Den kann ich gar nicht anvisieren. Willst du mich denn verarschen? Hallo? Es geht einfach nicht. Es ist zum Kotzen. Ich versuch's jetzt nochmal, indem ich hier eigentlich in der Ecke bleiben will, aber nein, das kriegt er wieder nicht hin. Kannst du dich verstecken, hä? Ja, hat natürlich wieder nicht funktioniert mit dem Anvisier. Natürlich. Ich zerquetsch dich. Da! Was haben wir eine da? Unvollständige Liste der Bücher, die verbrannt wurden oder verschwunden sind. Darunter ein altes Manuskript in unbekannter Sprache. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Fehlende Bücher. Bitte finde die folgenden Bücher und bringe sie so bald wie möglich in den südwestlichen Flügel zurück. Buch der Erfindungen, Kalila und Dimna, Buch der Toten. Du musst außerdem das antike Manuskript zurückbringen, das in einer unbekannten Sprache verfasst ist. Was ist mit dem hier? Warum ist der hier einfach umgefallen? Okay. Dann gehen wir mal wieder irgendwie hier hoch. Nein. So, auf ein neues. Ich finde es immer wieder ganz toll. Mal schauen, wen wir heute kriegen oder nicht kriegen. Oh, der Dicke kommt schon wieder. Den lassen wir erst nochmal eben passieren, beziehungsweise wieder zurückgehen. Und dann versuchen wir uns mal hinten wieder reinzuschmuggeln. Wobei man nicht wirklich von Schmuggeln sprechen kann, aber was soll ich dazu sagen? Oh Gott. Hätte ich diesen Weg nicht schon vorher
entdecken können. Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Was? Ich werde dich zertreten. Ja, ja, komm ruhig. Jetzt nimmt das endlich mal an, sehr schön. Sehr gut. Da hinten steht auch noch einer. Oh, war das eine Tortur bis hier? Aber gut. Du Idiot, wieso lässt du den nicht da liegen? Ach so, hier hinter. Und das war nicht das, was ich brauche. Oh Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Ich irre hier die ganze Zeit rum. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Da unten ist jetzt noch ein Symbol. Bei so einem Typ. Das war einer, der vor eurer Nase gestorben ist. Jedes einzelne Stadttor. Ach, wie dumm ist der bitte? Ja, bloß nicht ausweichen, genau. Bloß nicht blocken, kein Thema. Wow, genau. Allerdings, wenn ich jetzt noch einen Gegner kriege, der nochmal draufhaut, dann... Ach so, das ist so ein... Ach so. Dann habe ich ein Problem, das wollte ich eigentlich sagen. So, hier haben wir noch was? Nein, hier haben wir nichts. Eine Handelsmünze haben wir natürlich nicht, war klar. Das sind ja die, die man eigentlich braucht. Oh, oh, oh. Bibliotheksverhalten. Das interessiert mich nicht. Ich will einfach nur wissen, was wir hier holen müssen. So ist gut. Sehr schön. So, da können wir jetzt theoretisch noch runtergehen. Das sind zwei Leute. Unten sind noch mindestens... Oh, unten sind noch wesentlich mehr, okay. Die stehen da auch wieder im Weg rum. Eieieiei. 86 Meter, 78 Meter. Das ist natürlich nicht so schön. Der läuft wahrscheinlich nur bis zu denen, denke ich mal. Naja, steht jetzt schon da hinten. Okay. Einen hätte ich voll. Oh, warum kommt der gerade jetzt hier rum? So nicht, mein Freund. Ich wollte den Typen unten noch gerade killen. Ja.
Nein, ach komm, so eliminiert man doch keinen Hinterrücks und leise, du Idiot. So macht man das. Kann der nicht einfach mal gerade da hoch? Na, da hinten sind zwei. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ja, wenn du jetzt hier losgehen würdest. Durch den Gang, das wäre jetzt perfekt. Komm, Kleiner. Genau so. Ah, das ist nicht so günstig. Was geht da vor? Ein Moment. Nein, wir haben keinen Moment. So. Was ist das hier? Da ist der Buchwart. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Wir haben endlich das Ziel erreicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Nee, ich kann wieder nicht schnell speichern, wie immer. Okay. So, der größte Genie unter seinen Brüdern. Durchsuche die Werkstatt. War die nicht... Ach nee, die war nicht hier, ne? Untersuche die Leiche des Buchwartes. Habe ich doch gerade gemacht. Die Person ist weiblich. Okay, heißt das jetzt, ich kann... Nee, ich kann noch nicht raus. Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich, seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Mhm. Und das ist jetzt ein ganzes Stück weit weg. Also offenbar nicht hier drin. Oh. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich kann wahrscheinlich wieder nicht speichern. Das war so klar, dass ich nicht speichern kann. Aber das ist sehr, sehr gut, weil dann können wir uns nämlich theoretisch unseren Weg wieder hier raus machen. Wenn wir auf den gleichen Weg rausgehen, wie wir reingekommen sind, sollte das ja rein theoretisch nicht das Problem sein. So, die Sternwarte haben wir entdeckt und wir sind relativ... Oh, hier sind wieder ganz viele Wachen. Darf man da offiziell rein oder darf man da offiziell nicht rein? Das ist jetzt die große Frage. Beginnt hier ein Sperrgebiet oder nicht? Du hast hier nichts zu suchen. Ja, natürlich beginnt hier ein Sperrgebiet. Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Das ist natürlich... Oh, das war die falsche. Das ist natürlich eine gute Frage. Und da ich denke, dass das jetzt auch noch mal eine ganze Weile dauert, weil das halt doch wieder extremst bewacht ist hier, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.